Hallo, da bin ich wieder. Heute mache ich was ganz Verrücktes. Ich koche wie Ben Weber. Ja, klingt bescheuert. Ben Weber kocht wie Ben Weber. Das liegt daran, dass ich dieses Buch entdeckt habe. Ben Weber, innovativ und schnell, ist nicht mein Buch. Leider, muss ich zugeben. Der Ben Weber ist ein richtiger Koch, ein guter Koch aus Luxemburg. Der hat dieses Buch gemacht, um die 25 Euro kostet das. Ich habe das als Restexemplar im Internet als Schnäppchen für 10 Euro mit Versandkosten bekommen. Da müsst ihr euch einfach mal umgucken, ob es günstiger zu haben ist. Aber selbst für 25 Euro finde ich es nicht zu teuer. Ja, das hat hier jede Menge Fotos, schöne Bilder und eine gute Anleitung. Ich werde demnächst noch mal extra was zu dem Buch sagen. Da ist die Anleitung vielleicht ein bisschen zu eng gedruckt. Ne? Zutaten hätte ich untereinander gepackt und nicht so Fließtext genommen, sondern vielleicht ein bisschen mehr Luft drin gehabt. Er hatte ein bisschen Raumnot, wahrscheinlich der Ben Weber aus Luxemburg, weil das Besondere am Buch ist, das ist jetzt was für Leute, die gerade Französisch und Frankreich mögen. Jedes Rezept ist nochmal in Französisch hier unten aufgelistet. Also zweimal vorhanden sozusagen. Ne? Ich kann das mal versuchen, ich lese das mal, versuche mal vorzulesen. Velouté de petit pois avec crêpe épaisse au noir. Ja, das heißt so viel wie Erbsensüppchen mit Nusspfannkuchen. Das ist übrigens auch das Rezept. Die Erbsensuppe mache ich demnächst. Sie ist ganz einfach. Den Nusspfannkuchen, den mache ich heute. Ich backe also schon wieder. Apropos Backen, dazu muss ich sagen, der Marmorkuchen neulich, das war ja ein bisschen missglückt. Aber vom Preis her, da habe ich schon gesagt, das tut sie nicht viel. Ist nicht ganz richtig. Der selbstgemachte Marmorkuchen, wenn man die Zutaten etwas preiswerter zusammenstellt, kann man den so für um die 3 Euro bekommen. Der von Dr. Oetker wäre teurer, über 4 Euro. Das nun mal zur Klarstellung. Hier die Gerichte schnell und innovativ, also das schnell reizt mich, innovativ, ja, da sind so Sachen drin, die kenne ich gar nicht, Gewürze und Zutaten. Muss ich mal gucken, in Ruhe. Der Nusspfannkuchen hier ist einfach. Der ist sehr einfach. Wir haben ja Haselnuss gemahlene Haselnusskerne. Zwei Eier, ich habe also die doppelte Menge gleich genommen, weil das sind zwei Pfannkuchen, ich nehme mal 4 für 2 Personen. 2 Esslöffel, da habe ich jetzt Zuckerwürfel leider nur da. Küche ist hier sehr schräg ausgerüstet, wieder mal. Und die 2 Esslöffel Zucker habe ich jetzt hier in Zuckerwürfeln, 14 habe ich mal genommen, eine Prise Salz, also eine doppelte Prise Salz. Ich habe dann 100 Gramm Vollkorn Biomehl. Nehmt da ihr Mehl, überlegt euch was. Und Milch. Er schreibt, der Ben Weber, 200 bis 300 Milliliter Milch. Ja, das ist natürlich relativ. Ich habe jetzt hier mal 500 Milliliter für die doppelte Menge genommen. Er schreibt dazu aber auch, wenn der Teig zu dick wird, dann soll man mit der Milch ein bisschen nachschütten, dass der Teig etwas geschmeidiger wird. Das gucken wir uns gleich mal in Ruhe an. Und dann kocht heute, koche ich wie Ben Weber. Ja, und ich denke, die Pfannkuchen, das ist mal was Spannendes. Ich bin mal gespannt. Wiederholung. Streich mal. Okay, dann geht's los. Die Zutaten werden vermengt. Ich mache alles weitere und ihr seht gleich, wie es läuft. Bis gleich. Ja, ich vermenge gerade hier den Zucker, die Prise Salz und das Nussmehl, Nuss, Haselnusskern, Mehl, Pulver, wie auch immer. Die Sachen vermenge ich hier, das ist einfach. Hier habe ich noch einen Rest Milch, hat der Ben Weber ja gesagt, in der Reserve, falls der Teig zu dickflüssig wird. Diese 100 Milliliter lasse ich also nochmal hier in Reserve. Jetzt kommen ja noch die 2 Eier, natürlich von freilaufenden Hühnern dazu. Schwuppdiwupp. Auch da rein. Und jetzt mache ich nach und nach, füge ich hier das Mehl mal zu. Ich habe ja jetzt hier das gute Bio-Vollkornmehl.
Wer es mag, macht die Sache natürlich ein bisschen teurer, ne? Ist so. Okay, ich füge das jetzt hier so ein bisschen dazu, nach und nach, damit es nicht zu sehr klumpt. Und dann werden wir die ganze Geschichte gleich mal mit dem Mixer ordentlich durchrühren. Und dann gucken wir mal, ob wir hier die Reservemilch brauchen. Ich bin gespannt. Bis gleich. Schönes Buch gefunden von Ben Weber. Also Ben Weber backt aus Ben Weber. Und das ist ein ganz ordentliches Buch geworden. Hier ist auch der andere Ben Weber, na, ein Tick jünger als ich, aber der Mann hat auch Humor, wie man sieht, ne? Macht ganz sympathischen Eindruck hier. Und was wir heute machen, das sind die Pfannkuchen da oben, Nusspfannkuchen. Hier das Rezept, ja, ein bisschen eng gedruckt, aber Buchkritik machen wir demnächst nochmal. Jetzt geht es erstmal hier ans Eingemachte und da haben wir den Teig jetzt hier, den fertig gerührten Teig mit dem Mixer gerührt. Warum ist das Bild jetzt unscharf? Jetzt wird es scharf. So, das ist mir ein bisschen dünn. Also ich habe die Reservemilch gar nicht gebraucht. Bin mal gespannt, ob diese Konsistenz hier okay ist oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Hier ist auf jeden Fall schon mal die Pfanne. Auch unscharf. Aha. Und da habe ich Butter habe ich nicht da. Blöd, ja. Da habe ich so eine Pflanzencreme genommen, die soll auch zum Braten und Backen sein. Ne? Da werden wir gleich mal starten und gucken, ob das klappt. Okay. Juhu, da bin ich wieder. Guck, guck. Es geht los. Kelle und der Teig. Hier das heiße Fett. Und wir schauen mal, was wird. Das fischt. Ich mache den mal ein bisschen größer, den Pfannkuchen. Dass es ordentlich Portion gibt, ne? Ja, ganz rund wird er nicht. Aber wir sagen, Hauptsache er schmeckt. Kommt mal gucken. So sieht das jetzt aus. Ist etwas anders, weil es eben Vollkorn, Buchweizen, Mehl ist, ne? Sieht der Pfannkuchen tick anders aus. Ja, ich lasse den jetzt mal ordentlich brutzeln, drehe den nachher um und dann wollen wir mal sehen, ob er auch schmeckt. Gut. Bonjour, Monsieur et Mesdames, bon appétit. Ja, ich habe ja den Nusspfannkuchen gemacht von Ben Weber. Ben Weber backt und kocht wie Ben Weber. Wunderbar. Wir probieren den. Schauen wir mal, ob er das hält, was er optisch und vom Geruch her verspricht. Ich sag mal so, wer die Nussrichtung mag, der wird begeistert sein. Ne, man kann den so essen, ja, also so, ohne Puderzucker oder Marmelade. Ich habe hier eine leckere Erdbeermarmelade, kann man natürlich auch drüber tun, aber der schmeckt schon so. Ohne Beilagen, ganz toll. Also, ich finde, das ist echt eine gute Mahlzeit. Wirklich einfach, kinderleicht, habt ihr ja gesehen. Schmeckt ganz klasse. Müsste auch den Kindern schmecken. Nussgeschmack ist nicht übertrieben. Ist wunderbar gelungen. Und ich sage nochmal das Buch Ben Weber schnell und innovativ. Ich habe mal jetzt das Einfachste so genommen. Das ist glaube ich der Pfannkuchen und die Erbsensuppe demnächst mal. Aber wir machen vielleicht auch bei Zeiten mal was Spannenderes. Spannenderes, was Aufregendes. Schauen wir mal. Okay, ich esse den jetzt noch auf und wünsche euch viel Erfolg beim Backen mit Ben Weber und Ben Weber, den Weber Brothers sozusagen. Ja, dann auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal.
Salut, bonjour, au revoir. Okay.